Moin YouTube, hier kommt jetzt das versprochene Video zum ersten Advent. Ich werde das Video auf eine neue Playlist hochladen. Diese Playlist nenne ich jetzt erstmal ein Interessantes aus Brüssel. Da werde ich alles das hochladen, was ich denke, was euch interessieren könnte, was aber nicht in die Kategorie Vlog passt und nicht in die Kategorie Bericht aus Straßburg. Ich hoffe, dass euch das gefällt. In dem ersten Video werde ich euch jetzt mal erklären, warum die Sitzungswochen oder warum auf dem Sitzungskalender des Europäischen Parlaments die Wochen unterschiedlich gefärbt sind und was die einzelnen Farben bedeuten, und hoffe, dass ihr da noch ein bisschen verstehen könnt, wie das Leben im Europäischen Parlament funktioniert. Ansonsten lasst mich einfach wie immer wissen, ob euch das Video gefällt oder nicht. Ich wünsche euch jetzt einen schönen ersten Advent oder das, was davon noch übrig geblieben ist, und einen guten Start in die nächste Woche. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Video wieder. Alles klar, macht's gut, ciao. Und zwar ist das wie folgt. Das ist jetzt 2016 und wir haben den Monat November. Heute ist der 23. Das heißt, wir befinden uns hier. Ihr seht, diese Woche vom 21. bis 24. ist rot. In dieser Woche findet Plenum statt. Also da werden Abstimmungen im Parlament getroffen. Und diese rote Woche, diese große rote Woche, findet immer in Straßburg statt. Diese kleine rote Woche ist das sogenannte, ist hier auch nochmal, ist das sogenannte Mini-Plenum. Das Mini-Plenum findet in Brüssel statt. Diese türkisfarbenen Wochen hier, das sind Wochen, in denen die Parlamentarier in ihrem Wahlkreis sind, also Vereine, Verbände, Unternehmen, Bürger besuchen, um dort präsent zu sein. In diesem hautfarbenen, in dieser hautfarbenen Woche finden Ausschusssitzungen statt. Jedes Mitglied im Europäischen Parlament ist mindestens ein, in der Regel in mehreren Ausschüssen, in denen er fachlich arbeitet, zum Beispiel im Umweltausschuss oder im Haushaltsausschuss oder im Rechtsausschuss. Und die Arbeitswoche findet dann hier statt. In dieser, ja weiß ich nicht, fliederfarbenen Woche finden die sogenannten Fraktions- und Delegations- und Gruppensitzungen statt. Das heißt, in den Gruppen treffen sich alle Abgeordneten einer Partei. In den Fraktionen treffen sich alle Abgeordneten einer Parteifamilie. Also alle Abgeordneten aus allen 28 Mitgliedstaaten, die zur selben Parteifamilie gehören. Und so ist jede Woche im Kalender durchgeplant. Man kann also jetzt schon sagen, wo ich am 16. Januar 2017 sein werde, nämlich, rot haben wir gelernt, in Straßburg. In der Woche vom 13. bis 16. Februar werde ich in Straßburg sein. In der Woche vom 20. bis 24. werde ich im Wahlkreis sein. Und so weiter und so fort. Das vielleicht kurz zur Erklärung der Farben.